Und die Disney-Villains sind endlich in Fortnite drin und die Skins sehen einfach nur geisteskrank aus. Zudem gibt es heftige Neuigkeiten zum größten Live-Event des ganzen Jahres. Aber das zeige ich euch jetzt im Video. Wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, dann benutzt doch gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop. Okay Leute, fangen wir direkt mal mit der Nachricht des Tages an. Und zwar ist die erst vor ein paar Stunden gekommen. Und zwar bekommen wir für das Live-Event, das am 1. November stattfinden soll, einen separaten Modus. Das hat es schon unnormal lange nicht mehr in Fortnite gegeben. Ich weiß gar nicht, wann es zuletzt so weit gewesen ist. Das heißt, ihr könnt das Ganze endlich in Ruhe angucken. Ihr müsst keine Schwitzer mehr fürchten. Ey, was machst du denn hier noch? Sollen wir noch Sachen einsammeln? Und viele Leaker haben jetzt schon herausgefunden, dass das wirklich das größte und beste Event sein soll. Ich kann das doch gar nicht glauben, aber jetzt, wo immer mehr News kommen, dass wir einen Event-Timer bekommen, der sowohl in der Lobby als auch auf der Map drauf ist, ein separater Modus. Ich glaube, die sind komplett am Kochen. Und das soll wirklich der Abschluss von Chapter 5 sein. Ich denke, mit dem nächsten Fortnite-Update werden wir hier noch kräftige, heftige News bekommen. Deswegen seid auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ihr habt es auf jeden Fall als erstes hier gehört. Oder irgendwo anders. Da müssen wir direkt noch über ein sehr, sehr heftiges Thema reden. Und zwar ist ein Emote aus dem Itemshop entfernt worden. Und die Leute, die den gekauft haben, haben ihr Geld wieder zurückbekommen. Das hat es in letzter Zeit auch nicht allzu oft gegeben. Und zwar geht es um das Sabrina Carpenter's Espresso Emote. Das ist anscheinend relativ langsam gewesen und die Leute haben sich darüber aufgeregt, dass es halt nicht in der Version ist, die es eigentlich sein sollte. Fortnite hat dann deswegen darauf reagiert und möglicherweise werden die das Ganze jetzt ein bisschen schneller machen. So, dich machen wir auch mal ganz schnell weg. Mach's gut, Captain Jones. Wir haben keine Zeit für dich. Ein User hat übrigens darunter geschrieben, daran sieht man auch, wie wichtig es ist, seine Meinung zu äußern. Oh Gott, hier schießt noch irgendeiner. Es war das angeblich mit größter Spannung erwartete Emote. Zumindest seit es durchgesickert ist. Hey, was willst du hier von mir, Mann? Nervt mal nicht. Auf jeden Fall scheint das viele Leute gestört und genervt zu haben. Und wird dann jetzt irgendwann neu wieder in den Itemshop zurückkehren. Das heißt, wenn du es gehabt hast, hast du jetzt wahrscheinlich V-Bucks zurückbekommen. Oder sogar dein Geld. Dann gibt es weiterhin schlechte Nachrichten. Ich habe im letzten Update schon darüber gesprochen, dass ein Finn-Client kommt. Das ist anscheinend eine Möglichkeit, dass man nicht alle Sachen auf einmal runterladen muss von Fortnite, sondern die Möglichkeit hat, dass man nur bestimmte Spielmodi spielen muss. Oh mein Gott, was passiert hier bitte gerade? Ich bin fast draufgegangen. Das heißt, wenn du nur Bock auf Battle Royale hast, lädst du nur Battle Royale runter, die Lobby und noch ein paar einzelne Sachen. Und wenn du Rocket Racing spielen willst, dann halt nur das und so weiter und so fort. Das Ganze führt dazu, dass du am Ende des Tages einfach viel, viel weniger Sachen runterladen musst und du auch viel, viel schneller in Runden einkommst. Das Problem ist nur, das Ganze ist jetzt auf Q3 verschoben worden. Wer will es jetzt hier richtig wissen? Und zwar Q3 nächstes Jahr. Oh, das könnte ein geiler Kampf werden. Das Problem ist halt nur, ich habe sehr wenig HP gerade. Habe ich gerade deinen Schwitzerfreund ausgeschaltet? Ich mag diese komischen Superhelden-Skins nicht. Ich habe dafür auch meinen eigenen Namen. Aber das wäre nicht kinderfreundlich. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle hier mal. Ich heile mich mal eben. Dann kann er den gerne wiederholen. Ist mir auch egal. Und dann werde ich böse wiederkommen. Übrigens heißt es weiterhin im Text, dass das Ganze mit Fortnite OG am 2. November schon mal ausprobiert wird. Darauf bin ich sehr gespannt. Mal gucken, ob wir dann wirklich schneller in Runden reinkommen und weniger Downloadzeiten und sowas haben. Wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Ey, der ist gestorben. Hä? Ich glaube, der sucht mich immer noch. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass es wieder einen neuen PlayStation Plus Skin geben soll. Und jetzt haben einige Leute gesagt, dass das Ganze gar nicht für PlayStation Plus ist, sondern wenn du eine neue Konsole kaufst. Und zwar die zwischen $375 und $425 kosten soll, was auf jeden Fall ein big, big L-Take wäre. Weil ich sag euch ehrlich, den Skin, der sah ganz nett aus, aber dafür würde ich mir niemals eine Konsole kaufen. Ey, jetzt holt ihr den wieder. Also nur, dass ihr es mal gehört habt, es kann durchaus sein, dass der Skin gar nicht mit PlayStation Plus kommt, sondern am Ende wirklich eine Konsole braucht, um den zu bekommen. Yo, wer kauft sich Konsolen für Fortnite-Skins, Mann? Oh nein, er hat den wiedergeholt. Oh. Ärger machen. Jetzt ist der andere down gegangen. Was willst du tun, Schwitzer? Oh, er kommt sogar. Du kleiner Fake Venom. Ich werde den jetzt jagen. Der Arme. Du wirst mir nicht durch die Lappen gehen, Mann. Leg dich nicht mit Midas an. Ich finde diesen Skin so cool. Jetzt kommt sogar noch ein anderer dazu. Oh, ich glaube, du hast heute auch schon einige Leute gejagt. So fühlt sich das anscheinend an. Gib mal den Hexenbesen her. Das ist sowieso meiner gewesen. Hier war aber noch irgendwo einer. Wir kommen jetzt übrigens gleich auch zu den Disney-Schurken. Keine Sorge, denn die werden diese Nacht in den Itemshop reinkommen. Und das Geile ist, oh mein Gott, ihr habt die Möglichkeit, diese Skins auch einzeln zu kaufen. Mach mal kein Auge, geh einfach drauf.
So, du bist weg vom Fenster und die Disney-Schurken sind im Item-Shop drin. Und das, wie gesagt, ab 2 Uhr in der Nacht heute. Das heißt, ihr könnt euch dann Captain Hook holen, Malefiz und Cruella de Vil. Und das Coole ist, entweder einzeln oder als Bundle zusammen. Wobei ich das einzeln ganz cool finde, weil vielleicht willst du halt nicht alle Skins haben. Ey, da schießt der Nächste auf mich, Mann. Was passiert denn hier? Die Skins haben wir unter anderem schon in diversen Trailer-Szenen gesehen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Was bis jetzt überhaupt noch absolut unklar ist, ob die vielleicht auch als NPCs auf die Fortnite-Karte kommen werden. Zumindest im Trailer hat man sie auf jeden Fall schon gesehen. Möglicherweise mit neuen Fähigkeiten, Waffen, man weiß es nicht. Kann aber auch durchaus sein, dass einfach gar nichts passieren wird und ihr die Skins einfach nur im Itemshop kaufen könnt, ähnlich wie bei den Unglaublichen. Da gab es übrigens auch nochmal ein Update, das Auto ist jetzt komplett aus den Files rausgenommen worden und statt jetzt gehen die Leaker davon aus, dass das einfach gar nicht kommen wird. Sehr, sehr schade. Alter, was passiert hier bitte gerade? Aber was willst du am Ende des Tages machen? Dann gibt es jetzt auch endlich das erste Bild vom Symbionten Cup, der am 22. Oktober laut Fortnite stattfinden wird und ihr die Möglichkeit habt, She-Venom und Agony freizuschalten und das kostenlos vor allen anderen. Ey Junge, du machst mich langsam ein bisschen sauer hier. Ich würde den eigentlich rausprügeln. Oh, es ist ein Freund, Mann. Ja, das ist ja cool, Mann. Willst du ein paar Minis haben? Den Rest kommen die übrigens am 24. in den Itemshop rein. Oh mein Gott, und er schießt auf mich. Und das ist der Grund, warum ich keinen Bock mehr habe, irgendwelche Freundschaften zu schließen. Fortnite ist so eklig geworden, Mann. Guck mal, ich werfe ihm die Minis hin und der knallt mich einfach ab. Ist das dein Ernst, Junge? Okay, du willst es nicht anders. Ich werde dir jetzt mal was anderes zeigen. Und zwar, wie es ist, wenn man keine AP mehr hat. Wir werden ihn nicht ausschalten, aber richtig low schießen. So, jetzt kommt auch noch die Zone. Was willst denn du jetzt machen, hä? Oh mein Gott, er will trotzdem kein Freund sein. Okay, war die letzte Chance. Dann nehme ich eben die Minis mit und dann wirst du gleich sehen, was du davon hast. Ich stell dir vor, ich sterbe jetzt deswegen. Oh mein Gott, das wäre so lost. Ich wollte doch nur nett sein, aber du anscheinend nicht. Oh, da ist noch jemand gekommen. Ja, jetzt wird es ja eine richtige Party gerade. In dem ganzen Zusammenhang mit Venom und den verschiedenen Spider-Mans ist übrigens jetzt in Rocket League auch Haunted Hallows endlich gestartet. Und ich muss sagen, die Autos sehen gar nicht mal so ungeil aus. Die haben halt wirklich so Lackierung bekommen im Stil von den Spider-Mans und den Venoms. Und das Ganze gilt anscheinend auch für den Boost, wenn man den einsetzt. Auch da hat man so verschiedene Möglichkeiten. Sieht an sich ganz cool aus. Leaker gehen immer noch davon aus, dass wir möglicherweise sogar noch neue Superhelden-Skins bekommen könnten. Eine neue Peter Parker-Version und sowas. Aber bisher gibt es da noch relativ maue Informationen. Ich glaube aber, das wird demnächst dann auch in Fortnite reinkommen. Wäre sonst auf jeden Fall ziemlich schade. Hä, ist da noch irgendwo einer? Oder ist der Typ das? Ey, der ist einfach abgehauen. Hallo, ich will ein Medaillon noch haben, weil ich es richtig geil finde. Er ist einfach verschwunden. Nicht verschwunden ist auf jeden Fall Spider-Woman. Die ist jetzt komplett encrypted worden. Und es soll anscheinend ein Skin, ein Backpack, eine Spitzhacke kommen. Dazu noch eine Waffenlackierung und irgendwas anderes, was ich selber nicht kenne. Oh, hier ist noch ein anderer Gegner. Oh, jetzt geht's aber richtig ab hier. Was ist das für ein komischer Name, Mann? Hä? Versehrt Kampf? Was soll das bedeuten, Mann? Ich versteh's nicht. Willst du wirklich außerhalb der Zone fighten? Okay, er will's wirklich. Weiß nicht, ob das jetzt so clever ist. Ich habe auch gerade ein bisschen Quatsch gebaut. Wir warten einfach kurz. Kann ich ihn runterschießen? Wieso klappt das denn nie? Wir haben jetzt einfach ein paar Pflanzen und dann werden wir gleich Chitty Chitty Bang Bang aus dem machen. Da ihr im letzten Video übrigens voll abgegangen seid, was die Skins angeht, welche ihr haben wollt, jetzt mal die Frage an euch. Welches Chapter hat euch in Fortnite eigentlich am besten gefallen? War es Chapter 1, 2, 3, 4 oder 5 mittlerweile? Denn das 5. Chapter ist kurz vorm Ende. Es sind jetzt gerade mal noch 13, 14 Tage und dann ist es einfach vorbei. Und man weiß ja nie, ob es danach besser oder schlechter wird, deswegen genießt das auf jeden Fall noch ein bisschen. Denn das hier ist auf jeden Fall mal wieder eine Prime-Season. Alter, ich hätte fast angefahren. Das wäre geil gewesen. Ich gehe schon mal in die Zone rein, dann können wir gleich noch ein bisschen battlen. Und im Großen und Ganzen waren das jetzt erstmal die Hype-Themen, Leute. Falls ihr noch irgendwas Heißes wisst, gerade in Fortnite, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ah, oh, der will in die Zone rein. Den werden wir jetzt mal mies abfangen. Oh mein Gott, der hat gar nichts mehr. Kein Blue Shield. Und das normale Leben ist gleich auch weg. Oh, das wird so böse für ihn enden. Oh Gott, was mache ich hier gerade? Jetzt aber. Es ist Zeit für ein Duell. Oh oh. Hallo. Alter. Zeit für den Edit. Ey, da schießt noch ein anderer auf mich. Oh oh. Komm, dich kriege ich noch. Mach den Edit.
Oh mein Gott, und wir haben ihn. Nein, und ich fall runter. Oh Gott, und der hat auch so einen komischen Namen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Vergesst meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop nicht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Weil ich jetzt auch sehen will, was machen die da? Der stirbt doch. Oh mein Gott, der hat ihn aufgefangen. Okay, das war fast besser als zu gewinnen, das zu sehen. Was meint ihr?